Motorvollschutz mittels Kaltleiter. Hallo liebe Freunde Elektrotechnik, Giancarlo the Teacher wieder am Start, heute mit dem Motorvollschutz. Der Motorvollschutz wird meistens so bei Dalander-Motoren verwendet, weil ja mit der ändernden Drehzahl auch die Stromaufnahme sich ändert. Der Vorteil ist hier, dass wir in den Motorwicklungen meine Kaltleiter verbaut haben, sodass die Motortemperatur direkt überwacht wird. Wie funktioniert die Schaltung? Analysieren wir mal das Ganze. Also wir haben hier einen Hauptstromkreis oder auch Arbeitsstromkreis genannt. Hier haben wir unsere Sicherung, dann haben wir unseren Schütz, der den ganzen Motor hier schaltet. Und jetzt seht ihr hier meine Kaltleiter, ja? Die beiden Pfeile bedeuten, geht die Temperatur hoch, geht auch der Widerstand hoch. Ja, das heißt, er leitet schlechter, wenn es warm ist und leitet besser, wenn es kalt ist. Deswegen heißt er ja auch Kaltleiter oder auch PTC, Positive Temperature Koeffizient. So, und jetzt seht ihr hier diese roten Linien, die ich eingezeichnet habe. Hier übrigens unten habe ich den PE unterbrochen, damit man das sieht, okay, der Motor, das Gehäuse ist auch geerdet. Nur mal so by the way. Es ist auch ganz wichtig für alle Azubis da draußen, ja, dass ihr hier das PE-Symbol und das für den Neutralleiter hier anwendet, weil wenn ihr so einen Plan habt in Schwarz-Weiß oder wie ich jetzt gezeichnet habe in komplett einer Farbe, woher weiß ich denn, dass der blaue der blaue ist? Ich als Fachmann weiß es, aber ich muss ihn trotzdem hier kennzeichnen. Das ist von der Norm gewünscht. So, wie gesagt, die beiden sind miteinander verbunden. Also, jetzt habe ich hier den Steuerstromkreis und jetzt sehen wir hier so ein kleines Play-Zeichen, das ist ein kleiner Verstärker ist das, denn wenn meine Temperatur jetzt vom Motor steigt, wird der Widerstand ja auch höher von jedem einzelnen PDC hier unten in den Motorwicklungen. Heißt, hier kommt weniger Strom jetzt an und dieser Verstärker hier, der schaltet ja mein K1, also mein Relais, und jetzt passiert Folgendes. Also ich habe das Ganze eingeschaltet mit S3 und wenn jetzt mein K1 auslöst, dann sehe ich das spätestens hier an der Leuchte, an der P1, und mein Q1 wird abgeschaltet. Mein Q1 ist hier vorne, ihr seht das hier, hier ist meine Spule dazu und hier sind meine Arbeitskontakte für L1, L2 und L3. So, und nach diesem Prinzip arbeitet eben unser Motorvollschutz. Ich zeige euch noch mal ganz kurz ein Bild, wie das aussieht im Real Life, und für weitere Infos dazu hört gerne rein in den Elektrotechnik-Podcast Folge 90 von und mit Giancarlo the Teacher.